und ich da nicht irgendwie ein Special machen muss. Weil den Charakter möchte ich halt nicht für ein Special oder sonst was benutzen. Weil dann spiele ich ja wieder ohne Let's Play. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt müssen wir die süßen kleinen Welpen füttern. Weil dieses komische Rattenviech oder was das da war, Nacktmulch oder Nagetier, auf jeden Fall Nagetier, hier die Wolfsmutter getötet hat. Und die hatten wir ja irgendwie, letztes Mal mussten wir die ja schon finden. Ja, und diesmal mussten wir halt das Nagetier killen, um das Fleisch dann von diesem Nagetier an die Wölfe zu verfüttern. Ach, die Mottensammlung haben wir schon voll. Wir können jetzt eine Mottensammlung abgeben. So, dann haben wir fertig. Jetzt, wer du, ich hab dich getriggert. Ja. Upsa, Ruckelrödel. Ich hoffe, es leckt nicht zu sehr, weil ich ja hier von meinem kleinen Home-Server aus die eine Folge für heute hochlad. Und dann ist natürlich die Belastung vom Internet schon mal relativ hoch. Und zum Spielen braucht man nicht halt einen extrem hohen Download-Stream, sondern der Upload-Stream ist relativ wichtig. Weil die ganzen Daten hier, was man jetzt tut, also wenn ich jetzt hier die D-Taste drücke zum Drehen oder die W-Taste zum Vorwärtslaufen, alles das muss an den Server übergeben werden. Weil meine Figur ändert sich ja. Und alle anderen Spieler hier, die sehen das dann ja auch. Und die rufen diese Informationen dann ja auch von den Spieleservern hier ab. Und wenn ich jetzt meinen Upload-Stream halt für YouTube-Videos verbrat, dementsprechend kann es natürlich hier auch ruckeln. Aber normalerweise, da es ja zwei getrennte PCs sind, ja, danke, liebes Dings da. Ich wollte euch noch gar nicht. Weil ich wollte sagen, hier können wir jetzt unsere AE-Spells, ja, wir haben eigentlich ja nur diese drei, wovon einer wirklich Damage macht, jetzt gut benutzen. Gegen solche Gruppen sind wir Hexenmeister halt besonders gut. Ja, da halt ich vom anderen PC uploade, sollte eigentlich der Router das so managen, dass hier eine Balance zwischen beiden PCs oder allen PCs im Netzwerk sind, die ja gerade aufs Internet zugreifen und jeder nur so viel bekommt, dass der andere PC auch wirklich ohne Probleme arbeiten kann. Ja, Gott. Was so ein bisschen nervig ist, ich habe hier MSN noch offen. Ich hoffe, das Ganze wird nicht wieder mit aufgenommen oder allgemein irgendwie aufgenommen. Aber ich denke mal nicht. Weil gehört ja nicht hier innerhalb von dem EverQuest-Fenster und normalerweise wird ja wirklich nur das EverQuest-Fenster aufgenommen. Und somit sollten wir damit keine Probleme haben. Da ich aber zur Verfügung stehen muss, kann ich jetzt auch schlecht MSN schließen. Das ist ein bisschen doof. Ach, nein. Bin kleiner Pechvogel heute. Ich will meinen Söldner da auch die Arbeit nicht alleine machen, weil wir spielen ja hier auch. Und wie ich möchte ganz gerne aktiv hier mit euch spielen und nicht so passiv nebenher. Deshalb helfe ich immer den Söldner, auch wenn er es alleine schafft, relativ viel. Weil irgendwo macht ein Spieler auch nicht keinen Spaß, wenn du jetzt jemand anders da die ganze Arbeit machen lässt. Außer Let's Plays zu gucken, natürlich, das ist was anderes. Aber, ich glaube, wir müssen da wieder hin, ne? Ja, hier mit so einem Söldner oder so, wenn der das halt macht und du halt selbst spielst, dann wird langweilig. Ich weiß nicht, wie es beim Zugucken ist, ob es dann auch langweilig wird, aber, ich find's persönlich sehr blöd,
wenn hier der Söldner die ganze Arbeit macht und ich hier dumm nebenrum spiele. Ja. At your service. Okay, wir haben einen Hut bekommen. Mal kurz gucken, ob wir den benutzen können. Der hat 9 Int. Wir haben einen mit 8 Int. Minderung von 32, Minderung von 29. Tauschen wir natürlich. Die mit der Gesundheit könnten wir mal einsetzen. Hier haben wir eine Hose mit 8 Int, 9 Ausdauer. Minderung 31, Minderung 35. Tauschen wir auch mal einmal aus. So. Ja, und auf dem Jahrmarkt müssen wir zurück. Das habe ich ja eigentlich gesucht, aber naja, okay. Wenn man alles liest, dann kommt man auch weiter. So. Hüpf, hüpf, ja. Hüpf, 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 hüpf. Also EverQuest 2 habe ich schon gemerkt, das ist mehr so ein Insider-Game, würde ich mal sagen. Gucken jetzt auch hier nicht so viele Leute, aber so ein paar sind halt trotzdem immer noch dabei. Mir macht Spaß und solange werde ich es natürlich auch aufnehmen. Und solange es Leute gibt, die es gucken, werde ich es auch weitermachen. Ja, so leichte Verzögerungen sind hier drin, merke ich, im Spiel. Aber ich hoffe, das macht jetzt hier nicht so viel aus. Ja, 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 ja. Doch, Verzögerung. Die haben wir. So, wir haben jetzt noch einen neuen Umhang bekommen. Der hat 10 Int. Das ist natürlich deutlich besser. Den habe ich direkt mal getauscht. So. So, und jetzt müssen wir hier den Named killen aus dem Lager. Wollte schon Dorf sagen, aber das stimmt ja gar nicht. Und zwar steht er dahin. Gut, dass wir hier schon oder jemand anders so leergeräumt hat. So, wir haben einen AA-Punkt bekommen. Diesen Brief brauchen wir. Ach, diese Fallen immer. Ich weiß gar nicht, ob Ratten überhaupt Fallen entschärfen können. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist keine Rassenfähigkeit, sondern eine Klassenfähigkeit. So, bevor ich da jetzt einmal abgebe, einmal kurz hier, da. Nein, hier im Hexenbaum. Einmal den Punkt vergeben. Ich weiß genau, den müssen wir hier komplett auffüllen, weil, Crypt-Chunks brauchen wir halt jede Menge. Ups. Hallo. So, normalerweise würden hier diese Fenster viel, viel schneller kommen, als sie jetzt gerade kommen. So, wir haben diese Hose bekommen. 10 Int, die nehmen wir natürlich auch. Ja, mit den Handschuhen können wir nichts anfangen. Und ich würde sagen, wir verkaufen einmal. Aus dem einfachen Grund, damit wir wieder mehr Platz haben. Wir haben auch einen Brief. Oder mehrere Briefe sogar. Was haben wir hier? Ach Gott, das ist Englisch. Unwichtig für uns. Willkommen in Norad. Unsere Welt erwartet euch. Ja, mit dem Claim-Fenster, da können wir halt besondere Aktionen kriegen. Also so Belohnungen quasi. Was haben wir hier? Achso, wir können so eine Sammelquest annehmen. Die Gathering Obsession. Aber das gehört jetzt zum Crafting-Bereich dazu. Und mit dem Sammeln, da haben wir uns ja eigentlich noch gar nicht entschieden. Und das Entwicklungsteam. Eine Umfrage. Nein, wir machen hier keine Umfragen mit, weil das wäre dann wieder meine eigene Meinung und ich kann euch nicht mit einbeziehen. Und das ist doch Schwachsinn. So, verkaufen. Die Beine verkaufen wir. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen.
Aber auch diese Lex hier, ne? Diese Verzögerung.